Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, einer weiteren Session in Swaggerheim mit G-Time, eurem Arc-Spieler mit 80.000 Spielstunden und absoluter Expertise. Also, Ladies and Gentlemen, wenn ihr mal lernen wollt, wie man Arc richtig spielt, lehnt euch zurück, nehmt euch eine Tüte Popcorn und eine große Cola, denn jetzt wird's wild. Ich zeige euch nämlich jetzt, wie man Arc richtig spielt. Und wenn ihr mich supporten wollt und gerade keine Cola zur Hand habt und euch einfach denkt, ey, mein Kühlschrank, der ist leer und ich mag auch nicht diese gängigen Softgetränke mit zu viel Zucker, dann checkt gerne mal Level Up aus, denn dort sind gerade die Hot Days, ja, für die heißen Leute unter euch. 20% Rabatt mit dem Code G-Time, inklusive zu jeder Bestellung gibt es gratis einen Eistee für sich und einen Ready-to-Drink-Nuke, lohnt sich auf jeden Fall abzuchecken. So, und wir werden jetzt die Gegend hier ein bisschen abchecken, denn ich brauche einen weiteren Kano. Wir haben nämlich beim letzten Mal hier ein richtig gutes Weibchen rangeholt und jetzt holen wir noch ein Männchen ran. Und dann werden wir hier mit der Paarung beginnen, ja? Dann geht's hier los mit der Zucht bei den Kanos. Ich hab da ein gutes Gefühl, dass das der richtige Weg ist, erstmal auf Kanos zu züchten. Deswegen müssen wir gucken, dass wir unbedingt an Männchen rankommen. Mampf, Mampf, Mampf. Wie sagt man so schön, ohne Mampf kein Kampf, ne? Der Wolf muss ja auch ein bisschen was essen. Oh, mir fällt gerade ein, ich wollte ja auch noch eine richtig geile Armbrust machen. Dafür muss ich aber ordentlich Eisen ranholen. Können wir hier erstmal unten machen, ne? So, wichtigste zuerst. Wenn ihr einen Gegner habt, erstmal ankacken, ne? Damit der weiß, was los ist. So, und dann tötet ihr den. Dann habt ihr ihm nämlich den Disrespect gegeben, bevor ihr ihn getötet habt. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir erstmal gut Eisen rangeholt. Oha, boah, war das jetzt Glück, ey. Ich meine, ich hätte im letzten Moment noch absteigen können, aber ich habe mir gerade gedacht, Rodi, was geht denn jetzt ab? So, Leute, nächster Tipp, ne? Niemals im Laufen scheißen, immer im Springen. Wer im Laufen scheißt, der hat schon verloren, weil dann bleibt der Wolf stehen zum Kacken. Wenn du das im Sprung machst, dann haut er im Sprung den Köttel raus. Der drückt den dann richtig raus. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn er hier am Jumpen ist. Da drücke ich immer die Köttel richtig raus beim Springen. Ich bin der Arc-Profi mit Wissen und Expertise. Zu euren Diensten. Ah, hier, passt auf. Sprung, Köttel. Bam. Habt ihr das gesehen? So. Ey, ich muss reparieren. Oh, was soll ich mal eben machen? Hier ist eh kein Kano. Ich hatte gehofft, hier hinten läuft ein Kano rum. Übrigens ist das auch der Grund, warum sich viele Office-Spieler so aufregen, weil die Office-Server abgeschalten werden. Da geht es gar nicht mal, glaube ich, darum, dass sie so riesen Basen gebaut haben, sondern die ganze Zeit, die die in die Zucht gesteckt haben. Da sind ja Leute, die haben ja zigtausende Stunden an Zeit nur in Züchten gesteckt, ne? Müsst ihr ja überlegen, die spielen ja mit Standardwerten. Ab und zu gibt es natürlich Events, wo das alles gepusht ist und so, ne? Aber alleine Gigas, ne, hochzuzüchten, also das ist schon ein sehr hoher Krampf. Genau, und das mit den Negativ-Mutas. Ist ja auch nochmal eine Sache, die sehr viel Zeit kostet, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt am besten an die Dings kommen. Müssen wir mal gucken. Kano, 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 Kano. Nice, Öl. Genau, das ist ja eine Option. Oh, warum bin ich denn nicht eher drauf gekommen? Ich kann ja die Tech-Viecher wegklatschen. Hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen heilen, hier den Kollegen. Wie heftig sieht das denn im Dunkeln aus? Na, crabbity crab. Oh! Okay, Basilisk hat er auch eingebaut auf der Map. Gut zu wissen. Geilster Kommentar von gestern. Man kommt in den Stream und merkt direkt, der Mann weiß, wo der Rex die Locken hat. Oh! Alter, der sieht geil aus. Ich finde hier halt wieder gar keine Kanos. Manchmal sind hier ganz viele. Und dann sind die wie ausgestorben. Kommt schon, Kano. Hallo. Kano, Kano, Kano. Oh, hier ist eine neue fliegende Insel, wo ich hinkomme. Die sieht natürlich auch geil aus, ne? Bop, 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 bop. Auf jeden Fall auch so eine Schmelze.
Ich bin hier gerade übelst auf Erkundungsreise. Oh, was haben wir da? Grüne Kristalle, dicke. Berserker? 14.000 Leben. Ich glaube, mit dem lege ich mich besser noch nicht an. Der wird mir meinen Wolf komplett zerpflücken. Da muss erstmal ein guter Kano her. Ja, die sind ultra nervig. Schon wieder einer. Das darf nicht wahr sein. Mail. So, den sollten wir eigentlich relativ zügig gezähmt kriegen. Ich bin mal gespannt, wie viel der jetzt gleich dazu... Oh, ja, direkt die Hälfte. Sehr geil. Also noch einmal essen, dann ist der fertig. Kanu-Männchen haben wir. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück. Also ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt, Leute, ne? Aber ich habe ein Video ja gemacht über Ark 2. Und in dem Video habe ich als Kritikpunkt angesprochen, dass ich mir für Ark 2 erhoffe, dass Studio Wildcard noch ein bisschen mehr Wert auf Realismus legt bei den Größenunterschieden der Dinos. Weil ich zum Beispiel finde, dass der Kano nicht originalgetreu von der Größe gehalten wird. Und ich habe gesagt, dass der Kano zum Beispiel minimal größer ist als ein Raptor. Jetzt muss man bedenken, ich bin gerade auf einen Wolf. Und guckt euch mal den Wolf im Verhältnis zum Kano an. Also ich finde, der Kano ist schon relativ klein gehalten. Okay, für die Nanny. Haar, Metallbarren, Zement, Leder. Perfekt. Das ist eigentlich sogar easy going alles, ne? Sag mal, das Einzige, was vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, ist Zement. Aber... ja, wir haben ja sehr viel Chitin. Und Eisen habe ich ja sowieso sehr viel besorgt. 18. Das ist natürlich traurig, weil wir brauchen 50. Aber halb so wild. Ich mache schon mal das Zement. Ah, das war ja das nächste Problem, ne? Wir brauchen für den Dünger Pilze seltene. Seltener Pilz, 4 Stück. Geil. Geil. Geil, geil, geil. So was habe ich gesucht. Oh, warte, nee. Ey. Geh weg. Ach man, die sehen so geil aus, aber die sind immer so low. Ich will einen hohen davon. Okay, hier sind viele Kristalle, das ist gut. Ach du Scheiße. Das wollte ich nicht. Jetzt schlafe ich, glaube ich, erstmal ein Ründchen. Nee. So, ich glaube, ich könnte jetzt als nächstes gucken, dass ich versuche, langsam nach und nach jetzt diese Nanny gebaut zu bekommen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich dafür extra jetzt nochmal hier so einen Zuchtbereich mir oben aufziehen soll. Oha. Oha. Krass. Na, ich hole jetzt erstmal ordentlich Holz noch ran. Okay, Leute, das war's von der heutigen Session Ark. Wir sind sehr gut vorangekommen. Ich habe jetzt noch einen zweiten Kano, ein Männchen. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Kanos zu züchten. Ich muss noch gucken, dass ich auf jeden Fall hier für das Nest, für die Hatchery, dann den Dünger herstelle. Dann müssen wir die Nanny craften. Die muss ja nur mit Honig befüllt werden. Aber das ist ja easy going. Kriegen wir gut zusammen. Ich denke, in der nächsten Session werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich so ein bisschen die Base ausbaue. Und mir mal überlege, wie ich das Ganze aufbaue genau hier. Ich glaube, ich werde dann hier vorne auch anfangen, dass wenn man hier reinkommt, es hier zum Beispiel direkt ein großes Tor gibt, durch das man reingeht. Und dass ich die ganze Insel mit einer riesen Festung oder so bebauen werde. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall will ich die Kanuzucht zum Laufen bringen. Da müssen wir eh die ganzen Terminals und so bauen. Da werde ich noch ein bisschen mit zu tun haben. Und ansonsten habe ich ja heute auch noch einen richtig guten Helm gefunden hier, ne? Einen Flakhelm. Und ich habe einen Blueprint für eine Mastercraft-Flinte bekommen. Mit 425 Haltbarkeit. Das ist schon nicht schlecht. 250% Waffenschaden. Da geht natürlich mehr. Aber die frisst jetzt auch nicht so viele Ressourcen. Metall ist natürlich sehr heavy mit 1123, aber die ist schon ganz gut. Da können wir auf jeden Fall dann die Flinte demnächst bauen. Und dann kann ich die zum Tamen nehmen, wenn ich irgendwas betäuben will. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gut bestückt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss zusammen.